ist eigentlich schon, wenn man so drüber nachdenkt, ist eigentlich schon traurig. Ich meine, Mario, klar, hat seine eigenen Spiele, wer hätte das gedacht? Wario hat seine eigenen Spiele mit der WarioWare-Reihe und Wario Land, schieß mich tot, keine Ahnung. Luigi hat seine eigene Reihe mit Luigi's Mansion. War Luigi? Der existiert halt wirklich nur, dass er hier, dass Wario so einen Partner hat, wie Mario Luigi hat und dass er halt der Counterpart zu Luigi ist. Genau. Für mehr ist er nicht da. Ich weiß nicht, ob das immer nur ein Witz war, ein Meme oder was auch immer. Lass Oder mich ob raten, lass so mich raten, lass mich raten. War Luigis Taco-Stand? ein. Genau. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich in Planung war oder ob es einfach nur sich Leute ausgedacht haben. Das weiß ich bis heute nicht. Aber das hätte ich witzig gefunden. War das nicht irgendwie auch so ein aus einem anderen Spiel, so ein Minispiel, oder irre ich mich da jetzt total? Das wüsste ich jetzt nicht. Also das wäre interessant. Ich weiß so, dass Kase dann dazu mal irgendwas gemacht hat. Das war ganz witzig. Aber das wäre halt so ein Spiel gewesen aus den allerletzten Zuckungen, sage ich mal, auf dem Nintendo 64. Das ist, ja, war ja das schon alles im Sterben gewesen. So, wir haben jetzt hier Super Marine World. Ja, Mario World falsch geschrieben. Das ist das dritte Mal, dass ich den Gag jetzt bringe. Ich Das habe ist das keinen Bock dritte mehr. Mal, genau. Und ja, es erinnert mich immer noch an Sea Life. Es ist das Sea Life im Mario-Universum. Ja. Aber ich finde tatsächlich, für mich persönlich, ihr könnt danach abschalten, denn danach kommt nichts Besseres mehr. Nein, Quatsch. Nein, das nicht, aber das war tatsächlich meine Lieblingsstrecke des Abends. Das muss ich wirklich Das sagen. sieht aber auch cool aus. Du hast hier diese Knochenfische, Cheep-Cheeps hast du hier, Quallen. Ja. Irgendwo haben wir auch. Ich habe schon wieder den Namen von den Aal Ka vergessen. Kano. Kano aus Mario 64. Da Oder dümpeln die auch irgendwo im Becken Kano, rum. aber dann wäre es ein Mortal Kombat-Charakter, ich weiß nicht. Und jetzt hier noch so eine Eisgegend mit Pinguinen. Gibt es ja auch in Sea Life oder Zoos oder sowas. Delfine, ja genau, die Delfine. Gab's die Delfine wirklich irgendwo in Mario Kart Wii? Oder haben die irgendwie aus einem anderen Spiel importiert? Die Bewegungen sehen schon sehr gut aus, ne? Deswegen, das ist eine gute Frage. Gut, ich meine, wir haben schon mal einen blauäugigen weißen Drachen hier in dem Projekt gehabt. Ich weiß, dass ich diese Delfine kenne, aber ich kann dir nicht sagen, woher. Also wenn, dann bestimmt irgendwo aus einem anderen Mario-Spiel importiert. Da ist Da, Kano. Da hat Kano! man ihn gerade Juhu! gesehen. Da hat man ihn gerade richtig schön gesehen. Ja. So. Ich glaube, ich bin dann in der dritten Runde auch noch in eine andere Richtung gefahren, weil hier gab es so eine Abzweigung. Man fährt hier einmal hier mitten auf dem Feld von den Pinguinen und du konntest einmal drumherum fahren. Das ging auch noch so. Und über 10.000 Banden hier erstmal den. Ich habe nicht genau gesehen, wen ich da abgeballert habe. Mario, ganz klein. Bei Wario haben wir uns da, glaube ich, so für entschieden, dass ich gefragt habe, welchen Charakter hatten wir noch gar nicht in dem Projekt. Wir hatten echt nicht Wario? Du hattest echt nicht Wario? Du hattest echt nicht Wario? Also ich habe ja mit Wario echt gern gespielt bei Mario Kart 64. Da war das so. Ich hatte keinen Main in dem Sinne, aber tatsächlich mit ihm und mit Yoshi habe ich am öftesten gespielt. Ich finde, Mario Kart 64 ist so das Mario Kart, wo ich wirklich am meisten mit so gut wie jedem Charakter spiele. Ich weiß nicht wieso. Weil es auch kaum einen Unterschied macht. Gut, Toad kannst du halt leicht weghauen, aber ansonsten. Ich glaube, bei Bowser und Donkey Kong so ist, glaube ich, die Beschleunigung ein bisschen Beschleunigung, langsamer. die Also. brauchen ein bisschen. Wario Genau. auch, das ist mir auch bei ihm aufgefallen. Der braucht auch Wario so ein auch. bisschen, bis Wario er in ist die auch Gänge einer von den kommt. schweren. Und ich glaube, Mario, Yoshi und Luigi sind so die ausgewogenen irgendwie.
Ja, Peach eigentlich auch. Stimmt, Peach auch, ja. Würde ich mal behaupten. Und Toad ist irgendwie... Toad ist so eine Klasse für sich. Ja. Toad ist auch wirklich das, der Einzige, den ich zweimal erlebt habe, wo ich das noch sehr, sehr aktiv gespielt habe als Kind, der irgendwo hängen geblieben ist. Einmal in der Mumu-Farm, da unter der Brücke, glaube ich, ist er hängen geblieben an irgendeinem Pfosten und konnte nicht mehr weiter. Und das ist in irgendeinem Level noch passiert. Das war so geil. Das ist, als Keanu hier dabei war bei einem Part, da ist das mit Toadette passiert bei uns. Ah, okay. Da ist Toadette dann einfach an so einer Felswand kleben geblieben. Und als ich dann das Rennen beendet hatte, dann steht ja immer die Zeit, wie lange jeder Charakter gebraucht hat, um die drei Runden zu fahren. Bei Toadette hat einfach mal eine halbe Stunde da gestanden. Da hätte ich bei Toad auch mal drauf achten müssen. Ich weiß es nicht, es ist zu lange her. Ich habe bestimmt drauf geachtet, aber das ist einfach zu lange her. Das waren auch einige Minuten, die da standen. Nicht die maximale Anzahl, aber irgendwie 99 Minuten oder so, das jetzt nicht, aber sehr viel. Ey, das sehe ich jetzt erst. Ich glaube, da war gerade das Wrack aus Mario 64. Ah. Wir wollten dir den Aal nochmal zeigen. Kann das sein, dass wir deswegen hier so... Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, nicht wundern, liebe Leute, dass es hier nicht weitergeht, sondern wir wollten uns die Strecke nochmal so ein bisschen angucken bei der damaligen Aufnahme, um zu gucken, ob da Kanu irgendwie war, weil ich da dachte, ich hätte ihn gesehen. Und jetzt, beim dritten Mal, wo wir das hier jetzt aufnehmen, meine ich sogar, das Wrack aus Mario 64 gesehen zu haben, da wo Kanu ist. Mhm. Das ist schon genial, was manche Leute da so einbauen für Easter Eggs. Tumpbump. Tumpbump Forest. Ja. Eine schöne Halloween-Strecke. Trumpbump Forest. Haunted Woods. Haunted Woods. Schniedelwood. Nein. Ich glaube, ich erinnere mich wieder. Ich glaube, bei der Strecke habe ich auch ordentlich eins aufs Maul gekriegt. Ja, da fängt es schon an. Ah, aber eine Halloween-Strecke ist was Feines. Finde ich immer gut. Ja. Die Kürbisse mit Buhu-Gesicht. Auch ganz nett. Mhm. Und da fliegt Kamek. Da hat man gerade Kamek eben gesehen. So hinterm Baum hat er sich versteckt. Für mich sind das immer noch Kürbanten. Die Mehrzahl von Kürbis. Ich habe mich damals als Kind so aufgeregt, dass ich nicht Atlasse sagen durfte zu Atlas. Nein, das heißt Atlanten. Das heißt Atlanten, ja. Aber dann sagst du zu Kürbis Kürbisse. Dann warum sagst du da nicht Kürbanten? Und ich glaube, ich habe tatsächlich vor dem Lehrer mal so argumentiert. Ja, genauso wie mit Kaktus. Die Mehrzahl ist ja eigentlich Kakteen. Aber ich glaube, mittlerweile ist es sogar erlaubt, dass du Kaktusse sagst. Ja, stimmt, genau. Du darfst mittlerweile Kaktusse sagen. Was ich auch blöd finde. Kaktusse. Ja, ich wette, irgendwann, wenn es nicht sogar jetzt schon soweit ist, ist auch Atlasse erlaubt. Ich will's hoffen. Ansonsten bestehe ich ja bei den Kürbanten. Diese Gegner aus New Super Mario Bros., diese komischen Geister, die einen umboxen wollen. Ja, die sind voll cool. Ich habe jetzt vor lauter Erzählen nicht drauf geachtet. Habe ich jetzt in der ersten Runde versucht, eine Abkürzung zu nehmen? Und bin gescheitert? Da sahen komisch, manche Moves, sag ich mal, sah ein bisschen komisch aus. Könnte sein, ja. Wow. Das sah cool aus, so ganz platte. Hast du gesehen, an dieser grünen Brühe? Da war dieses Auge aus Mario 64. Oh, das ist... Viel Liebe zu Mario 64 haben wir hier. Ja, aber wirklich? Das ist mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen. Oh, das ist mir aber auch schon beim letzten Mal nicht aufgefallen, glaube ich. Oder ich hab's vergessen. Gut für dich. Ja. Mit deinem fortgeschrittenen Alter. Ja, wer bist du? Du alter Sack. Ah. Du alter Sack. Ah ja, hier, genau, da habe ich's probiert. Ah, hier war das. Und, jetzt erinnere ich mich wieder. Du musst da so komisch auf diesen Buhu drauf bouncen und dann so rüberspringen. Spoiler, das hast du in Runde 3 auch nochmal probiert.
Ja, jetzt können die Zuschauer abschalten. Nee, wir fiebern jetzt drauf hin, oder? Wir fiebern drauf hin, dass es nochmal gleich so weit ist. Komm, das nächste Mal schaffen wir es. Ja, gleich wird es. Ganz bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Schaltet jetzt. Das war der Moment, wo ich nonstop eins aufs Maul gekriegt habe. Gleich eins aufs Maul. So, also jetzt nicht das Video abschalten oder so, sondern bleibt dran. Der Zeitpunkt wird kommen, wo er es nochmal versucht. Ob ich es schaffen werde, das steht in den Sternen. Ja. Vielleicht habe ich ja vorhin Scheiße gelabert. Er hat es wirklich geschafft. Also so wie immer? Ja, genau. Könnt ihr mir vertrauen? Könnt ihr mir tatsächlich vertrauen? Ich glaube ja nicht. Ich müsste jetzt eigentlich so ein richtig creepiges Bild von dir im Video einfügen und einfach die Frage stellen, Leute, wollt ihr wirklich diesem Mann vertrauen? Ja. So, werde ich es schaffen? Wirst du es schaffen? Wird er es schaffen, jetzt dieser Augenblick, der epische? Wir schaffen es nicht. Oh, Mensch. So knapp. Das kam aber auch unerwartet. Ah, das kam unerwartet, ja. Ich hätte wirklich gedacht, du schaffst es. Boah, ja, ist okay. Jetzt lass mich doch mal hier weiterfahren. Ich kommentiere das nach und krieg mich trotzdem auf. Ich glaube, hier hast du mich wieder beeindruckt, eben noch Siebter oder irgendwie was, irgendwie 2 Sekunden später gucke ich wieder auf den Bildschirm, was du auf einmal drittes. Und wie bist ich doch da Zweiter noch geworden, weißt du, das ist... Wie habe ich da noch den Zweiten gekriegt? Das ist echt krass, wenn du bedenkst, dass du 10 Sekunden vorher noch Siebter warst, also... Das ist für dich ja sowieso immer so ein Mysterium, wie ich das hinkriege. Ja. Hör auf, gut zu sein. Mama. Envenom Snowstorm. Das war auch eine coole Strecke, muss ich sagen. Das Thema hat mir gefallen. Also so Gift mit Schnee war mal eine interessante Mischung. Habe ich so auch noch nicht erlebt irgendwo. Dachte ich auch erst, okay. Schnee und so. So ein Milchfluss, ne? Wir wissen ja alle, Milch ist Gift. Richtig, ja, genau. Den habe ich lange nicht kapiert beim letzten Mal, ich weiß auch, genau, und dann... Keine Ahnung, wie oft ich das gesagt habe mit Milchsee, ah ne, da ist noch ein Milchfluss und so weiter und du immer so, der hat es endlich gecheckt. Ah, ja, so meinst du das. Ich dachte da wirklich, sag mal, verarscht er mich jetzt hier irgendwie oder er nimmt das einfach so hin oder versteht er echt nicht da, was ich da gerade mit sagen wollte? Ich habe da irgendwie eine lange Leitung gehabt in dem Moment, ja, aber tatsächlich... Ja. Milch. Gift. Ja, guck mal hier, noch sehr viel mehr Milch. Oh, so viel gesunde Milch. Ha! Mann, wie lang vor allem, ja genau. Na gut, wie lang vielleicht auch, aber wie alt ist dieser Joke? Du willst nicht wissen, wie lang. Ja, ich will nicht wissen, wie lang. Ne? Noch nicht. Noch nicht, aber wir werden es noch feststellen. Ja, aber wie lange gibt es jetzt schon diesen Joke mit Milch ist Gift? Ist auch schon wieder Jahre her. Oh, das ist, wann war das gewesen? 2018? 2017, 2018 irgendwie so ein Dreh? Würde ich sagen. Von wem kam das nochmal? Von dem Herrn Ungespielt, alias Unge, alias... Na, ungeschnitten. Ungeschnitten, ja. Ja, genau. Es gab doch bestimmt auch noch Leute, die das geglaubt haben, oder? Ja, natürlich. Alles, was Influencer erzählen, wird irgendwo geglaubt. Und du brauchst gar nicht versuchen, dagegen irgendwas zu sagen, weil du wirst einfach von der Fanbase in Grund und Boden gedreht. Das ist unglaublich. Ich meine, das ist ja auch kein normaler Nebel, ne? Das checkt ihr jetzt wieder nicht, oder? Das checke ich jetzt gerade nicht. Was? Ich glaube, ich meine, dass das auch von Unge war, dass er durch so eine neblige Landschaft gelaufen ist und keine Ahnung, was der da hatte. Der hat immer gesagt, hey, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das kein normaler Nebel ist. Das weiß ich jetzt, das kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wo ich das mal, aber das, ich meine, das war auch von Unge. Das kann schon ich sein. Ich glaube, das war bei so einem Reaction-Video von iBlali, beziehungsweise Vic. Ah, okay.
Ja, ich gucke mir keine Reaction-Videos an. Das ist, das ist schon lange her, wo ich mir das angeguckt habe. Ja. Mich hat das auch irgendwann gestört, dass Let's Plays irgendwann nur noch so halbe Reaction-Videos waren. Interessanterweise ist das so kombiniert worden. Und dass dann der Let's Player alle 2 Sekunden an sein Gesicht rangezoomt hat und so. Und irgendeine tolle Reaktion. Und ich dann, okay, das ist jetzt ein bisschen arg übertrieben. Hör mal jetzt damit auf. Das ist einfach nach dem 5. Mal nicht mehr witzig. Und besonders aufgefallen ist es mir bei unserem Lieblings-Let's Player, Hust Hust. Mhm. Der angeblich beste deutsche Nintendo-Let's Player. Ich gehe mal nicht weiter drauf ein. Da hat mich das auch so gestört. Selbst wenn es keine großen Reaction war, sondern einfach, weil er zu einer Sache kurz was normal gesagt hat, meinte, hier, Zoom, Kamera, hier, Gesicht ganz groß. Ich denke mir auch, warum? Junge. Mir ist das damals aufgefallen beim Musician, den ich sehr, sehr gerne schaue, den ich unfassbar toll finde, vor dem ich auch allerhöchsten Respekt habe. Aber da hat es mich gestört, als er irgendwann damit anfing. Wirklich bei jeder Betonung erstmal ganz nah ans Gesicht dran. Ich habe okay, damit machst du das Video jetzt irgendwie ein bisschen kaputt. Ich höre mir ihn unheimlich gerne an, ich schaue ihn auch gerne. Aber das fand ich, sowas fand ich dann doof, tatsächlich. Das hat mir nicht gefallen. So, wir sind jetzt hier bei, wie hieß die Strecke, Superstar Despotia oder irgendwie so, keine Ahnung. Deponia? Nee. Deponia, ja genau. Ich meine, so kaputt, wie die Stadt hier aussieht. Ja. Aber die Strecke hatten wir auch, glaube ich, so ein paar interessante Worte verloren. Dass mich die Strecke zum Beispiel an einen Spielabschnitt aus Xenoblade Chronicles 2 erinnert. Ja, genau. Zu dem du leider, glaube ich, nichts sagen kannst, weil deine Frau das hauptsächlich gespielt hat. Meine Frau hat es hauptsächlich gespielt. Ich habe zwar viel mitbekommen von dem Spiel, aber jede Stadt wüsste ich jetzt nicht auswendig. Die Fromps, die habe ich da noch kurz gezeigt, mit ihrem schönen leuchtenden Gesicht. Die waren cool. Und ab hier, ja, du wusstest irgendwann nicht, bist du jetzt in irgendeiner Stadt oder bist du in irgendeinem Computer drin? Und irgendwie war das auf einmal ganz seltsam. Und diese komischen, großen, bunten Blöcke, das war irgendwie so ein Mix aus zerstörter Stadt, Hightech-Computer und Spielzeug. Ja, genau. Es hatte irgendwie kein festes Thema mehr, so im letzten Drittel der Strecke, ja. Aber der Hintergrund sieht schön aus, wenn man sich das mal so anguckt. Ja, toll. So dezent Weltraumnebel. Ja, ich liebe sowas. Ist mir bei dir noch nie aufgefallen, Rüdiger. Bin ganz, ganz großer Fan davon. Das ist ein komischer Datenstrom. Kaputte Straße. Dystopia, so hieß das ja. Deponia. Nein. Was ich mich aber auch frage, was sollen diese grünen Sterne? The Green Stars. Nee, the Greens, oh Gott, nein. Das sind die grünen Sterne aus Mario Galaxy 2, bevor sie in Mario Galaxy 2 waren. Also, waren sie für die Vernichtung der Stadt zuständig? Höchstwahrscheinlich. Deswegen waren die so diabolisch. Ja, waren echte astreine Sterne. Das war interessant eben. Ja, da war so, ich habe die Rampe da gesehen und dachte, okay, das ist vielleicht irgendwie eine Secret-Passage und dabei war es einfach nur die übelst gemeine Falle. Du bist ja eine richtige Rampensau. Das war nicht lustig. Nee. Also wirklich, ganz wirklich, ein wirklich festes Thema, diese Strecke echt nicht. Nee. Genau wie so unser Kommentar, deswegen passt das so perfekt. Nein, gut. Nee, wirklich, ist es. Die wird am Ende wird sie sehr komisch. Dann sind da auch noch Pokis, die überhaupt nicht hier reinpassen als Gegner. Hat so ein bisschen das Gefühl, vielleicht gab es auch irgendwie. Vielleicht ist diese Welt so eine. Vielleicht repräsentiert diese Strecke irgendwie so eine Art Weltenkollision, Crash, keine Ahnung. Dass da mehrere Welten irgendwie aufeinander geprallt sind und deswegen alles so kaputt aussieht. Oh, ja, da wollte ich probieren, da eine Etage weiter runterzukommen. Das hat so gefailt. Willen aber noch zweiter. Und die Strecke hat nur 2 Runden, weil sie anscheinend zu groß war. Ah ja. Vom Streckenersteller aus gesehen. Ja, die war auch wirklich groß.
Eine Dystopie ist eine meist in der Zukunft spielende Erzählung, in der eine erschreckende oder nicht wünschenswerte Gesellschaftsordnung dargestellt wird. Hast du das jetzt ernsthaft gegoogelt? Ja, also ich wusste, dass es so ein bisschen in die Richtung geht hier mit Zukunft, aber ich wusste es nicht mehr genau. Und deswegen habe ich nochmal nachgeguckt. Aber wenn du das aber so erklärst, dann macht es doch irgendwo Sinn, dass die Welt so strange aussieht? Ja, die ist halt ziemlich abgefuckt. Das muss man wirklich sagen. Und ja. Ja. Und da passt es. Aber dann, da würde ich mir dann trotzdem irgendwie mehr zerstörte Häuser oder irgendwie sowas, ich weiß auch nicht, oder irgendwie totales Chaos würde ich mir hier vorstellen. Ja, abgesehen von den Sternen. Die Sterne sind irgendwie doch das Chaotischste, finde ich. Ja. Aber ich finde trotzdem eine sehr interessante und gute Strecke war das auf jeden Fall. Also. Ja, auf jeden Fall. War interessant und hat viel Xenoblade Chronicles 2 Flair für mich gehabt. Ja, das stimmt. Also wenn dann hätte ich auch gesagt, so Xenoblade Chronicles so in die Richtung. Tatsächlich. So, und als ich das Video jetzt hier für den heutigen Tag vorbereitet habe, habe ich mich erst gefragt, okay, der zweite Cup ist vorbei, warum geht das noch so lange? Und dann ist mir eingefallen, warum? Ich wollte mich ja noch so ein bisschen über die Custom Tracks bzw. den Hack Mod ein bisschen auskotzen. Mhm. Weil ich da das Thema anschneiden wollte. Ich finde, Custom Track on Prix Revolution ist wirklich eine gute Mod bzw. ein guter Hack für Mario Kart Wii. Weil wir haben ja schon einige richtig schöne Strecken gesehen. Mhm. Nur mit dem letzten Update, dieses Update ist ja 2021 im Dezember rausgekommen, da sind ganze 8 Strecken rausgekommen, neue. Mhm. Wo ich mir auch erstmal dachte, boah, geil. Doch als ich gesehen habe, was für Strecken dafür wieder rausgenommen wurden, dachte ich mir, okay. Nicht so geil. Nicht so geil. Das ist etwas, was mich in letzter Zeit wirklich aufregt von Mario Kart Wii Custom Track on Bricks Revolution. Dass da schöne Strecken rausgenommen wurden, beziehungsweise rausgenommen werden, wenn neue Strecken wieder kommen nach einem Update. Eine war sogar dabei, wo die, glaube ich, nicht so lange jetzt dabei war und ist schon wieder rausgenommen worden. Und da frage ich mich echt, warum macht man das? So Kackstrecken wie diese ASDF-Strecke, die ist schon was weiß ich wie lange drin und die wird einfach nicht rausgenommen. Und so schöne Strecken, die werden für neue Strecken immer wieder rausgenommen. Da frage ich mich, warum macht man nicht einfach so, dass man den Slot der Strecken, wir haben ja um die 200 Strecken, beziehungsweise knapp über 200 Strecken, warum tut man den Slot nicht einfach mal auf 300 erhöhen? Ich meine, ich habe mal gehört, dass es Mod-Hack Mario Kart Wii Gedöns gibt, der ganze 400 Strecken beinhaltet. Also kannst du mir nicht erzählen, dass es nicht möglich ist, hier den Slot auf 300 zu erhöhen? Dass man nicht immer wieder hier Strecken rausnehmen muss. Ja, technisch ist das mit Sicherheit machbar. Ich verstehe das auch nicht. Ist wirklich schade. Also das ist wirklich allgemein mein eigentlich einziger und größter Kritikpunkt an dieser Mod, an Mario Kart Wii Custom Track on Bricks Revolution. Ja, für die Spieler ist es echt schade, ja. Ich hoffe, dass sich das vielleicht noch irgendwann ändern wird, dass die Betreiber dieser Mod sich denken, okay, vielleicht sollten wir mal langsam den Slot erhöhen. Aber irgendwie wage ich es zu bezweifeln. Gut, Rüdiger. Wie fandest du allgemein die Strecken? Jetzt sag nicht streckig oder sowas. Ach so, schön. Please, Rüdiger, gib dir mal ein bisschen Mühe. Du bist hier nicht auf der Arbeit. Okay, sehr schön. Nein. Ich glaube, also wie gesagt, ein Highlight für mich war definitiv dieses Aquarium. Fand ich immer noch super, weil da wirklich tolle Sachen dabei waren, auch Easter Eggs wie halt Kano oder diese Delfine, die wirklich, also wenn sie wirklich hier nicht vorher in Mario Kart Wii enthalten waren, ist das beeindruckend, weil die waren wirklich toll animiert. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Ansonsten fand ich, was fand ich noch so? Also ich fand auch tatsächlich diese Schneegiftstrecke fand ich, oder Milchstrecke fand ich. Die Schneemilchstrecke, ja. Die Schneemilchstrecke, die fand ich eigentlich auch ziemlich cool, weil so ein Thema hast du nicht oft, dass du Schnee und Gift irgendwie in einem, das war mal cool, das war mal sehr einfallsreich. Ja, also insgesamt waren da wieder sehr coole
definitiv mit bei. Auch die Halloween-mäßige Strecke hat mir ganz gut gefallen. Sah nicht ganz einfach aus, aber war auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Kann ich dir nur zustimmen. Man könnte ja wirklich mal, wir haben ja mittlerweile so viele Strecken, dass man so richtig themenbasierte Cups machen könnte. Ein Halloween-Cup oder ein Weihnachts-Cup oder irgendwie sowas. Genau, ja. Das ist wirklich auch schon eine ziemlich coole Geschichte. So, ich würde auch sagen, machen wir nicht länger hier. Ich hoffe, die Aufnahme hat jetzt mal funktioniert. Ansonsten springe ich aus dem Fenster. Also wenn dann demnächst keine Videos von mir kommen sollten, dann wisst ihr Bescheid. Ja, dann übernehme ich den Kanal. Alles gut. Also für Nachschub. Den Kanal. Der Rüdiger hat es ja schon öfters mal versucht. Aha. Aber an der Stelle möchte ich sagen, danke Rüdiger, dass du dabei warst. Sehr gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Wieder mal. Aber ich habe noch Zeit, voll viel zu reden. Ne? Also theoretisch könnte ich mir jetzt voll viel Zeit mit der Verabschiedung lassen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, liebe Zuschauer. Und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Und denkt daran, bis immer schön zocken. Nächsten Ciao. Mal. Euer Weehawk. Ich weiß nicht, ob sie okay. Ciao.